Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf das Buch gelangen Sie auf unsere Homepage und können dort dieses Buch bestellen und einige Seiten aus diesem Buch probelesen. Herzlich willkommen zur 177. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. Nachdem in den letzten beiden Folgen die Summen und die Produktregeln für vektorwertige Abbildungen behandelt wurden, bleibt jetzt nur noch die Kettenregel für die Komposition zweier vektorwertiger Abbildungen herzuleiten. Dazu habe ich hier vorab schon mal eine kleine Grafik vorbereitet und Sie sehen hier zwei vektorwertige Abbildungen, einmal die Abbildung G und einmal die Abbildung F. Die Abbildung G bildet Elemente aus der offenen Teilmenge G-Index G aus dem R auch N ab in den R auch M. Und die vektorwertige Abbildung F wiederum bildet aus der offenen Teilmenge G-Index F die Elemente ab in den R auch L. Das heißt also insgesamt gilt hier für die Komposition F-Kringel G, dass das eine Abbildung ist aus der offenen Teilmenge G-Index G in den R auch L. Und wir wollen uns in dieser Folge damit beschäftigen, wie man eine Ableitungsregel für eine Komposition von vektorwertigen Abbildungen gewinnen kann. Und wir werden sehen, dass wir eine Regel erhalten, die sogenannte Kettenregel, die starke Ähnlichkeit aufweist mit der Kettenregel aus der Analysis 1. Vielleicht möchte ich als Wiederholung diese nochmal angeben. Wenn Sie zwei reelle Funktionen verketten, also F-Kringel G bilden und diese ableiten wollen, dann hatten wir in der Analysis 1 folgende Regel gewonnen, nämlich das war gerade die Ableitung von F an der Stelle G von X multipliziert mit der Ableitung G' von X. Wir haben hier kurz gesagt, das ist die äußere Ableitung multipliziert mit der inneren Ableitung. Und wir werden gleich sehen, dass wir eine ähnliche Regel auch im Mehrdimensionalen jetzt erhalten werden. Und diese Kettenregel, die möchte ich jetzt zunächst wieder mal in einem Satz formulieren. Seien dazu L, M und N drei beliebige natürliche Zahlen und wir betrachten jetzt zwei offene Mengen, so wie ich sie oben in der Skizze schon hingezeichnet habe, nämlich einmal die offene Menge G-Index G aus dem R auch N und eine zweite offene Menge G-Index F aus dem R hoch M. Also das seien offene Mengen. Ist die Abbildung G, und diese Abbildung G läuft ja aus der offenen Teilmenge G-Index G in den R auch M, im Punkt X, und dieser Punkt X muss selbstverständlich im Definitionsbereich dieser Abbildung liegen, ist diese Abbildung F im Punkt X differenzierbar? Differenzierbar. Und die Abbildung F, die ja eine Abbildung ist aus der offenen Teilmenge G-Index F in den R auch L, im Punkt G von X, und dieser Punkt muss natürlich im Definitionsbereich dieser Abbildung liegen, also in G-Index F, ebenfalls differenzierbar. Dann ist auch die Komposition, und diese Komposition, die möchte ich hier mal bezeichnen mit H, die definieren wir uns jetzt also als F-Kringel G, dann ist die Komposition im Punkt X ebenfalls differenzierbar. Differenzierbar. Und es gilt die Kettenregel. Und zwar H' abgeleitet an der Stelle X ist die Abbildung F abgeleitet an der Stelle G von X multipliziert mit der Ableitung G' von X.
Und Sie sehen jetzt hier die starke Ähnlichkeit zur Kettenregel aus der Analysis 1. Allerdings bedenken Sie hier, dass die Ableitungen dieser vektorwertigen Funktion ja selbst Funktionalmatrizen sind. Das heißt, wenn Sie diese Kettenregel im Mehrdimensionalen hier verwenden wollen, müssen Sie hier im Endeffekt die zwei Funktionalmatrizen miteinander multiplizieren. So, diesen Satz werden wir jetzt beweisen und dieser Beweis erfordert jetzt Ihre volle Aufmerksamkeit, möchte ich schon einmal sagen. Wir fangen also einmal an, wir betrachten einmal einen Punkt x aus dem Definitionsbereich der Abbildung g und wir wollen das Bild dieser Abbildung g abkürzen, vorübergehend durch den Vektor y. Y soll also sein g an der Stelle x. Wobei dieser Punkt g von x natürlich ein Punkt sein muss aus dem Definitionsbereich der Abbildung f. Da wir nun hier vorausgesetzt haben, dass die beiden vektorwertigen Abbildungen f und g differenzierbar sind, können wir diese Funktionen oder diese Abbildung auch folgendermaßen schreiben, und zwar für die Abbildung g an der Stelle x plus h, können wir schreiben, das ist g an der Stelle x plus g' an der Stelle x multipliziert mit einem Vektor h plus einer Funktion phi Index g, die von h abhängt. Und wir müssen fordern, dass diese Funktion phi Index g von h schneller gegen 0 geht als h selbst. Also Limes h gegen 0 von phi Index g an der Stelle h dividiert durch die Norm von h ist gerade der Nullvektor. So hatten wir die Differenzierbarkeit einer vektorwertigen Abbildung definiert und zwar im Video Nummer 171. Das möchte ich hier noch einmal vermerken. Wenn Sie das jetzt nicht mehr wissen, können Sie sich das in diesem Video noch einmal anschauen. Da nun auch die Abbildung f differenzierbar sein soll, können wir für die Abbildung f schreiben, an der Stelle y plus k, das ist gleich f an der Stelle y plus f' an der Stelle y multipliziert mit dem Vektor k plus einer Funktion, die möchte ich jetzt hier mit phi Index f bezeichnen und diese hängt jetzt von dem Vektor k ab. Auch diese Funktion muss wieder schneller gegen 0 gehen als der Vektor k. Das heißt also Limes k gegen den Nullvektor von phi Index f von k dividiert durch die Norm von k ist gleich 0. So, wir betrachten jetzt im nächsten Schritt einmal die Komposition dieser beiden Funktionen, also f Kringel g an der Stelle x plus h. Das wäre ja ausführlich geschrieben, das ist die Abbildung f an der Stelle g im Argument x plus h. Und was wir jetzt im ersten Schritt machen können für g an der Stelle x plus h, kann ich jetzt die rechte Seite dieser Gleichung einsetzen, die ich hier gerade mal umrahmen möchte, hier oben. Wir können schreiben, das ist also f an der Stelle g von x plus g' von x multipliziert mit dem Vektor h plus der Funktion phi Index g von h. Und was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt unsere Abkürzung hier einsetzen. Und zwar, wir haben hier oben festgelegt, wir wollen das Bild der Abbildung g ja abkürzen durch den Vektor y. Das werde ich jetzt hier also tun. Das hier ist also der Vektor y. Und die beiden folgenden Summanden, die ja noch stehen im Argument, die möchte ich abkürzen durch den Vektor k. Dann können wir hier insgesamt schreiben, das ist ja nichts anderes wie f an der Stelle y plus k. So, für y an der Stelle, für f an der Stelle y plus k können wir jetzt die zweite Gleichung hier benutzen, die ich hier mal umrahme, und zwar die rechte Seite dieser Gleichung. Wir können dafür auch schreiben, das ist dasselbe wie f an der Stelle y plus f' an der Stelle y multipliziert mit k
plus der Funktion phi Index f in Abhängigkeit von k. So, wie verfahren wir jetzt weiter? Für den Ausdruck f an der Stelle y kann ich natürlich wieder schreiben, das ist f an der Stelle g von x. Da ja y dasselbe ist wie g von x. Betrachten wir jetzt den zweiten Summanden hier auf der rechten Seite. Dort steht f' an der Stelle y und das y kann ich auch hier wieder ersetzen durch g an der Stelle x multipliziert mit dem Vektor k. Und dieser Vektor k, den schreibe ich jetzt so, wie wir ihn oben hier abgekürzt haben, also als g' an der Stelle x multipliziert mit h plus phi Index g in Abhängigkeit von h. Dann haben wir noch einen letzten Summanden, nämlich phi Index f an der Stelle k und auch dieses k möchte ich wieder ersetzen durch unsere Abkürzung, nämlich das war ja g' an der Stelle x multipliziert mit h plus phi Index g an der Stelle h. Also was habe ich hier gemacht? Im Endeffekt habe ich hier nur unser k einmal in der Position eingesetzt und einmal hier hinten in dieser Position. Und was wir jetzt machen werden ist, wir werden jetzt diese Klammer hier ausmultiplizieren im mittleren Summanden, also praktisch den Term Vorderklammer hier rein multiplizieren. Dann erhalten wir Folgendes. Und zwar gucken Sie sich einmal den ersten Summanden hier an, f an der Stelle g von x. Für den können wir auch wieder schreiben, das ist ja im Endeffekt die Komposition f Kringel g und zwar an der Stelle x. Und rein formal, jetzt müssten wir ausmultiplizieren, f' an der Stelle g von x mal g' von x mal h. Für f' an der Stelle g von x können wir zunächst rein formal erstmal schreiben, das ist nichts anderes als f Kringel g und zwar abgeleitet an der Stelle x. Wie gesagt, das habe ich rein formal mal nur zunächst einmal hingeschrieben, multipliziert mit dem Vektor h. Also diese Ableitung f Kringel g ist jetzt die Abkürzung für f' an der Stelle g von x mal g' von x. Ja, dann haben wir noch stehen f' an der Stelle g von x multipliziert mit der Funktion phi Index g an der Stelle h. Plus, dann kommt noch der letzte Summand, phi Index f an der Stelle g' von x multipliziert mit dem Vektor h plus phi Index g von h. So, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden jetzt die beiden letzten Summanden, die ich hier hingeschrieben habe, nämlich diese hier, einmal abkürzen durch eine neue Funktion, die ich hier mit phi von h bezeichnen möchte. Dann sehen Sie hier, wenn Sie sich das Ganze mal anschauen, was haben wir hier letztendlich stehen? Wir haben hier stehen f Kringel g an der Stelle x plus f Kringel g Strich an der Stelle x multipliziert mit dem Vektor h plus einer Funktion phi von h. Es ist aber jetzt noch nicht gesagt, dass dieser Ausdruck, der vor dem Vektor h steht, tatsächlich die Ableitung der Komposition dieser beiden Abbildungen ist, denn dazu müssten Sie jetzt erstmal nachweisen, dass die Funktion phi von h schneller gegen 0 geht als h selbst. Wenn wir das zeigen könnten, dann ist gewährleistet, nach der Definition aus dem Video Nummer 171, dass tatsächlich der Ausdruck, der hier vor dem Vektor h steht, tatsächlich die Kettenregel für die Komposition zweier Abbildungen ist. Also zu zeigen ist jetzt letztendlich nur noch, dass die Funktion phi von h schneller gegen 0 geht als h selbst. Das heißt, Limes h gegen unendlich von phi von h dividiert durch die Norm von h ist gleich 0, müssen wir zeigen. Wenn wir das gezeigt haben, folgt daraus, dass tatsächlich die Ableitung dieser Komposition gerade f' an der Stelle g von x ist multipliziert mit
g' von x. Also wir brauchen jetzt nur noch zeigen, dass der Grenzwert dieses Produktes, dieses Quotienten hier den Nullvektor ergibt. Und dazu betrachten wir zunächst einmal nur diesen Bruch ohne den Limes, und zwar in der Norm. Wir schauen uns jetzt also an die Norm von phi von h dividiert durch die Norm von h. Nun sehen wir, dass phi von h ja selbst aus zwei Summanden besteht, und wir könnten jetzt zunächst einmal die Dreiecksungleichung anwenden auf diese Summe. Das heißt, das ist kleiner gleich die Norm von f' an der Stelle g von x, diesen Term möchte ich mal vorziehen, multipliziert mit phi Index g an der Stelle h dividiert durch die Norm von h plus die Norm des zweiten Summandens dividiert durch die Norm von h. Das heißt also, ja, ich schreibe mal hin, das ist phi Index f an der Stelle g' von x multipliziert mit h plus phi Index g an der Stelle h dividiert durch die Norm von h. Jetzt betrachten wir einmal einen Sonderfall, nämlich wenn der Zähler dieses Ausdruckes zufällig 0 werden würde, dann ist bereits die Aussage schon bewiesen, denn wir können zunächst einmal sagen, da wir ja vorausgesetzt haben, dass die Abbildung g differenzierbar ist, muss ja dieser Limes phi g an der Stelle h dividiert durch die Norm von h den Wert 0 liefern. Und das bedeutet, wenn wir das hier mal anschauen, da ja nun die Abbildungen g und f beide differenzierbar sind, bedeutet das, dass diese Komposition auf jeden Fall hier beschränkt ist. Das vermerke ich hier vielleicht einmal. Diese Komposition ist beschränkt und dieser Ausdruck hier, der zweite Faktor in dieser Norm, geht auf jeden Fall gegen 0, wenn h gegen 0 geht. Das heißt, dass insgesamt die erste Norm den Wert 0 liefern würde. Und wenn wir jetzt den Spezialfall uns anschauen, dass zufälligerweise phi f, oder besser gesagt, dass das Argument von phi f, nämlich, also erster Fall, das vermerke ich hier vielleicht einmal, erster Fall, wir nehmen mal an, g' an der Stelle x multipliziert mit h plus phi g an der Stelle h sei mal der Nullvektor. Dann wissen wir, da ja die Funktion f oder die Abbildung f eine differenzierbare Abbildung war, laut Voraussetzung, muss diese Funktion phi f an der Stelle 0 den Wert 0 haben. Das heißt, phi f an der Stelle 0 wäre 0. Und damit wäre die Aussage schon bewiesen, denn damit hätten wir gezeigt, da ja diese linke Norm, die hier steht, sicher größer gleich 0 ist, wäre die rechte Seite insgesamt 0, und das bedeutet, die Norm die linke Norm müsste dann 0 werden, und wir wissen nach den Rechenregeln für Norm, wenn die Norm eines Vektors 0 ist, ist das äquivalent dazu, dass auch der Vektor selbst gleich 0 sein muss. Damit hätten wir dann gezeigt, dass in dem Fall für h gegen 0 offensichtlich tatsächlich phi von h dividiert durch die Norm von h gegen 0 geht. Nun betrachten wir aber mal den zweiten Fall, dass gerade phi f nicht für dieses Argument gerade 0 wird. Und da benutzen wir jetzt folgenden Trick. Ich modifiziere das jetzt hier einmal. Ich erweitere dazu zunächst einmal diesen Bruch mit oder diesen Ausdruck mit einer 1. Und zwar indem ich schreibe im Nenner, dass die Norm von g' an der Stelle x multipliziert mit h plus phi g in Abhängigkeit von h und multipliziere diese Norm hier gleich wieder in Zähler mit hinein, also die Norm von g' an der Stelle x multipliziert mit h plus phi Index g von h dividiert durch die Norm von h, die haben wir ja immer noch, die schreibe ich jetzt hier unter dem zweiten Faktor mit unter. So, Sie sehen also,
Der zweite Faktor hier ist eine rein reelle Zahl, da wir im Zähler eine Norm stehen haben und im Nenner eine Norm. Und wir können jetzt diesen Faktor vielleicht mal als Lambda kurzfristig mal abkürzen. Und wir wissen aus der Eigenschaft einer Norm, nämlich die Norm von Lambda mal x, lässt sich ja schreiben, das ist der Betrag von Lambda mal die Norm von x. Und das wende ich jetzt hier an. Das heißt, wir können hier schreiben weiter, das ist gleich. So, den ersten Ausdruck schreibe ich nochmal ab, obwohl wir schon wissen, dass der ja für h gegen 0 geht. Trotzdem schreibe ich ihn hier einfach der Vollständigkeit halber nochmal ab. Phi g von h dividiert durch die Norm von h multipliziert mit Lambda. Und das Lambda ziehen wir also aus der Norm heraus. Das heißt, wir haben im Zähler hier stehen die Norm von g' an der Stelle x multipliziert mit dem Vektor h plus phi g an der Stelle h dividiert durch die Norm von h. Multipliziert mit der Norm von phi f an der Stelle g' von x mal h plus phi g von h dividiert durch g' oder die Norm besser gesagt von g' an der Stelle x mal h plus phi Index g von h. Und wir betrachten jetzt einmal folgenden Fall. Wir nehmen mal an, h geht gegen 0. Damit geht auch der Nenner hier unten gegen 0. Das möchte ich hier mal vielleicht hinschreiben. Wir schauen uns jetzt mal den Nenner hier an, und zwar das, was in der Norm steht. Wenn h gegen 0 geht, also dieser Ausdruck geht insgesamt gegen 0 für h gegen 0. Das heißt, wenn der Nenner gegen 0 geht, geht auch das Argument von phi f gegen 0. Und wir wissen ja, dass die Abbildung f differenzierbar ist. Und wir haben hier oben ja geschrieben, phi f, das rahme ich hier mal rot ein, an der Stelle k dividiert durch die Norm von k, geht gegen 0 für Limes k gegen 0. Und diese Aussage werden wir jetzt hier verwenden. Unser k ist im Prinzip das Argument, was hier drin steht in phi f. Das ist unser Vektor k. Der Vektor k befindet sich auch im Nenner hier unten in der Norm drin. Wenn h gegen 0 läuft, läuft auch k gegen 0. Und das bedeutet, dieser ganze Ausdruck hier, die letzte Norm, würde gegen 0 gehen für h gegen 0. Und wir wissen ja auch schon, dass diese erste Norm hier im Prinzip gegen 0 geht für h gegen 0. Deswegen brauchen wir jetzt eigentlich nur noch zu zeigen, dass dieser Ausdruck, der hier in der Mitte steht, dass der insgesamt für sich gesehen beschränkt ist. Und wir konzentrieren uns jetzt, also wir müssen zeigen hier noch, zu zeigen, dass dieser Ausdruck hier beschränkt ist. Wenn wir das zeigen können, dann geht dieses gesamte Produkt gegen 0 und damit wäre unser Satz dann bewiesen. Das müssen wir jetzt also noch machen. Wir betrachten jetzt also den mittleren Ausdruck. Wir können zunächst einmal die Norm, die im Nenner steht, mit in die Norm hier hineinziehen. Ich benutze jetzt also wieder dieses Gesetz hier, die Normeigenschaft, die ich immer umrahme. Wir können die Nennernorm mit in die Zählernorm mit hineinziehen, sodass wir hier schreiben können, die Norm von g' an der Stelle x multipliziert mit dem Vektor h plus phi Index g von h dividiert durch die Norm von h ist kleiner gleich. Und zwar benutze ich jetzt wieder die Dreiecksungleichung. Die Dreiecksungleichung würde dann sagen, das ist kleiner gleich als die Norm von g' an der Stelle x multipliziert mit h dividiert durch die Norm von h plus die Norm von phi g an der Stelle h dividiert durch die Norm von h. Und wir wissen,
dass diese zweite Norm, die hier steht, ebenfalls wieder für h gegen 0 auch selbst gegen 0 läuft. Also geht gegen den Nullvektor für h gegen 0. Warum? Weil wir ja vorausgesetzt haben, dass die Abbildung g selbst differenzierbar ist. Und Sie sehen es hier oben an dem blauen eingerahmten Kasten. Phi g von h dividiert durch Norm von h geht im Limes gegen 0. Deswegen brauchen wir uns im Prinzip jetzt nur noch mit dieser ersten Norm hier zu beschäftigen. Und zwar betrachten wir dazu zunächst einmal, was ist überhaupt g' von x multipliziert mit dem Vektor h. Das möchte ich hier einmal hinschreiben. G' an der Stelle x multipliziert mit dem Vektor h. G' von x ist ja, wie wir wissen, eine Funktionalmatrix. Die hat als Spaltenvektoren gerade die partiellen Ableitungen der Abbildung g nach den einzelnen Variablen stehen, also dg nach dgx1 in der ersten Spalte, dann dg nach dx2 in der zweiten Spalte und so weiter, bis irgendwann mal kommt dg nach dx nü in der nüten Spalte, und das geht jetzt immer so weiter bis zur Entenspalte, also dg nach der Variablen xn abgeleitet, multipliziert mit dem Vektor h, der ebenfalls aus dem r auch n kommt, also die Komponenten h1, h2 und so weiter, bis hn hat. Wenn Sie das hier ausmultiplizieren, erhalten Sie ja letztendlich ja die Summe von k gleich 1 bis n über die partiellen Ableitungen dg nach dxk. An der Stelle x schreibe ich hier nochmal zu, multipliziert mit den Komponenten h-Index k. Und nun betrachten wir einmal die Norm dieses Ausdrucks. Also ich setze hier die Norm einfach mal zusätzlich hier noch ran, und dann können wir nochmals die Dreiecksungleichung auf diese Summe anwenden. Und das würde dann bedeuten, und wir dividieren auch gleichzeitig hier noch durch die Norm, auch das füge ich hier noch hinzu, überall durch die Norm von h jeweils noch dividiert. Auch hier in der Summe dividiert. Ja, das können wir in die Summe auch gleich mit hineinziehen. Das schreibe ich dann gleich hier mal so rein, durch die Norm von h. Dann erhalten wir hier mit Hilfe der Dreiecksungleichung, das ist letztendlich die Summe von k gleich 1 bis n über die partiellen Ableitungen. Und zwar die Norm der partiellen Ableitungen von dg an der Stelle x nach dkx multipliziert mit hk dividiert durch die Norm von h. So, wir konzentrieren uns jetzt auf den Ausdruck hk dividiert durch die Norm von k. Möchte ich nochmal hinschreiben. Das wäre also hier h k dividiert durch die Norm von h. Die Norm von h wäre ja im Prinzip gerade die Wurzel aus den ganzen Komponenten zum Quadrat, also h1 Quadrat plus h2 Quadrat plus und so weiter bis h Index k zum Quadrat plus und so weiter bis hn zum Quadrat. Und wir können jetzt den Nenner kleiner machen, dadurch schätzen wir den gesamten Bruch ab nach oben hin, also hk dividiert, und zwar vernachlässige ich jetzt alle Quadrate hier außer das Element hk Quadrat, so dass hier nur noch übrig bleibt Wurzel aus hk Quadrat. Und die Wurzel aus hk Quadrat, wissen wir ja, ist gerade die Norm von hk. So dass hier letztendlich entsteht, wir können ja hier vielleicht noch einmal schreiben, das ist dasselbe wie die Summe von k gleich 1 bis n. Wir können ja diesen Faktor h dividiert durch die Norm von h auch vorziehen, vor diese Norm, dann geht das raus mit hk Betrag dividiert durch die Norm von h, multipliziert mit der Norm der partiellen Ableitungen dg an der Stelle x dividiert nach der Ableitung von xk. So, wir betrachten also den Betrag von hk im Zähler jeweils, und Sie sehen, dann kommt hier gerade 1 raus. Das heißt, wir können nochmals diesen Ausdruck hier abschätzen nach oben hin, und zwar ist das dann kleiner gleich als die Summe von k gleich 1 bis n über die Normen der Ableitungen
der Abbildung g nach den Variablen xk. Das heißt, da nun die Abbildung g ja laut Voraussetzung differenzierbar war, existieren auch diese Ableitungen und sind damit beschränkt. Das heißt, wir halten hier eine Summe von beschränkten Zahlen, sodass wir sagen können, das hier ist irgendeine Zahl c. Und damit ist das also beschränkt. Und das heißt, letztendlich können wir sagen, dieser Ausdruck hier ist beschränkt. Und damit haben wir nachgewiesen, offensichtlich, dass dieser Ausdruck insgesamt hier für h gegen 0 geht. Und damit wäre dieser Satz bewiesen. Vielleicht schreibe ich das hier oben noch einmal zu. Dieses hier geht gegen 0 für h gegen 0, haben wir gezeigt. Also dieser Beweis war recht aufwendig, wie Sie gesehen haben. Ich hoffe, Sie konnten dem Beweis einigermaßen folgen. Ansonsten schauen Sie sich vielleicht dieses Video noch einmal an. Ich möchte jetzt vielmehr ein konkretes Beispiel einmal vorrechnen, wie man jetzt diese Kettenregel im Mehrdimensionalen anwendet. Und zwar betrachten wir einmal folgendes Beispiel. Wir betrachten einerseits die Abbildung f, die eine Abbildung sein soll aus dem R hoch 3 in den R hoch 3, wobei jedem Vektor aus dem Definitionsbereich mit den Komponenten x, y und z zugeordnet werden soll der Bildvektor, und dieser Bildvektor hat die Komponentenfunktion x² minus y² und x und z und in der letzten Zeile y und z. Und wir betrachten eine zweite Abbildung, g, diesmal aber aus dem R hoch 2 in den R hoch 3, wobei hier jeder Vektor aus dem Definitionsbereich mit den Komponenten u und v zugeordnet werden soll, der Bildvektor, und zwar u mal Cosinus v, u mal Sinus v in der zweiten Zeile und in der dritten Zeile einfach u mal v. Und wir wollen jetzt einmal die Ableitung bilden der Komposition f Kringel g. Und dazu benötigen wir zunächst einmal die Funktionalmatrizen der Abbildungen f und g. Und die werde ich zunächst jetzt einmal bilden. Also die Funktionalmatrix f' an der Stelle x, y und z wäre bei uns. Wir müssen also unseren Bildvektor jetzt ableiten, einmal nach der Variablen x, das heißt die Variablen y und z können Sie als Konstante jetzt auffassen, wir bilden ja partielle Ableitung hier, also die partielle Ableitung nach x für die erste Komponentenfunktion lautet 2x. Die erste Komponentenfunktion nach der Variablen y partiell abgeleitet liefert minus 2y und nach z abgeleitet liefert sie gerade 0. Für die zweite Komponentenfunktion partiell nach x abgeleitet erhalten Sie gerade z, und für die partielle Ableitung nach y würde hier eine 0 entstehen und für die partielle Ableitung nach z gerade ein x. Und die dritte Komponentenfunktion nach x abgeleitet gibt eine 0, nach y abgeleitet ein z und nach z abgeleitet ein y. Und wir brauchen noch die Funktionalmatrix der Abbildung f, also g', diesmal an der Stelle u und v, wäre, ja hier gehen wir genauso vor, die erste Komponentenfunktion abgeleitet nach u, gibt gerade Cosinus v, die erste Komponentenfunktion nach v abgeleitet, liefert hier ein Minus, da ist Cosinus ja abgeleitet minus Sinus ergibt, also minus u mal Sinus v. Die zweite Komponentenfunktion abgeleitet nach u gibt Sinus v. Und die zweite Komponentenfunktion nach u abgeleitet liefert hier u mal Cosinus v. Und schließlich die dritte Komponentenfunktion abgeleitet nach u gibt hier einfach v. Und die dritte Komponentenfunktion nach v abgeleitet würde gerade u ergeben. So, wir wollen jetzt also bestimmen, die Ableitung der Komposition dieser beiden Abbildungen an der Stelle u und v wäre also ausführlich geschrieben die Ableitung f' an der Stelle g von u und v multipliziert mit g' an der Stelle u und v. Und das wäre ausführlich geschrieben f' an der Stelle
Ja, G von U und V, das heißt, wir müssen zunächst einmal G1 von U und V hinschreiben, dann G2 an der Stelle U und V und G3 an der Stelle U und V. Das wird multipliziert mit G' an der Stelle U und V. Wir müssen also die beiden Funktionalmatrizen hier multiplizieren. Allerdings bedenken Sie, F' müssen wir jetzt bilden an der Stelle G von U und V. Und das bedeutet, Sie haben in der Funktionalmatrix von bei F' in der ersten Zeile, in der ersten Spalte 2 mal x stehen. Für x müssen Sie jetzt G1 einsetzen. So steht das hier. Das heißt, wir halten 2 mal U mal Cosinus von V. Dann für y setzen wir G2 ein, also 2 mal U mal Sinus von V. Und eine 0 haben wir dann. In der zweiten Zeile müssen wir z einsetzen. Dort müssen Sie also die dritte Komponentenfunktion von g einsetzen. Das wäre hier u mal v. Als zweites Element erhalten wir eine 0 und für x setzen wir wieder ein u mal Cosinus von v. In der dritten Zeile erhalten wir dann eine 0. Für z setzen wir wieder die dritte Komponentenfunktion von g ein, also u mal v. Und für y den Ausdruck u mal Sinus von v. Das ist ja gerade die zweite Komponentenfunktion. Multipliziert mit der Funktionalmatrix, die wir gerade berechnet haben, also Cosinus v minus u mal Sinus v, dividiert durch Sinus v und u mal Cosinus v. Und V und U. So, mit den Rechenregeln für Matrizen erhalten Sie ja jetzt letztendlich, wir müssen die erste Zeile der linken Matrix mit der ersten Spalte der rechten Matrix multiplizieren. Dann erhalten wir hier 2U mal Cosinus hoch 2V minus 2U mal Sinus hoch 2V und 0 mal V brauchen wir nicht hinschreiben. Dann die erste Zeile mal der zweiten Spalte würde hier jetzt liefern 2, also minus 2 u Quadrat Cosinus v mal Sinus v. Und dann erhalten wir nochmal minus 2 u Quadrat Sinus v mal Cosinus v und 0 mal u brauchen wir nicht aufschreiben. Dann nehmen wir die zweite Zeile der linken Matrix, multiplizieren Sie mit der ersten Spalte der rechten Matrix. Wir halten dann u mal v mal Cosinus v plus 0 mal Sinus v können wir weglassen. Plus, wo habe ich hier was falsch gemacht? U mal v, nee, das stimmt, glaube ich. Also zweite Zeile mal erste Spalte liefert dann nochmals u mal v mal Cosinus v und dann die zweite Zeile mal der zweiten Spalte liefert hier minus u Quadrat mal v mal Sinus v und dann plus u Quadrat mal Cosinus v. Und dann letztendlich noch die dritte Zeile der linken Matrix mit der ersten Spalte der zweiten Matrix multipliziert, dann erhalten Sie u mal v mal Sinus v plus u mal v mal Sinus v. Und schließlich noch die dritte Zeile mal der zweiten Spalte multipliziert, dann erhalten Sie u Quadrat v Cosinus v plus u Quadrat mal Sinus v. Nun, dieses Ergebnis lässt sich noch etwas vereinfachen. Wenn wir folgende Additionstheoreme mal betrachten, es gilt ja Cosinus Quadrat x minus Sinus Quadrat x, das wäre Cosinus von 2x. Und wir betrachten das Additionstheorem, nämlich 2 mal Sinus x mal Cosinus x, können wir auch schreiben als Sinus von 2x. Diese werde ich jetzt hier verwenden, um das hier zu vereinfachen. Schauen wir uns die erste Zeile an. Dort könnten wir erstmal 2u ausklammern und hätten dann in der Klammer stehen Cosinus Quadrat v minus Sinus Quadrat v. Und das gibt gerade Cosinus von 2v.
Dann das zweite Element in der ersten Zeile. Dort könnten wir 2 mal Sinus V mal Cosinus V zusammenfassen zu Sinus 2 mal V, sodass sich hier insgesamt ergeben würde minus 2 U Quadrat, wenn Sie das zusammenfassen, mal Sinus von 2 V. Dann in der zweiten Zeile, ja, die ersten beiden Ausdrücke sehen ja identisch aus. Wir können sie zusammenfassen. Das ist 2 U V mal Cosinus von V. Und im nächsten Element können wir ausklammern ein u Quadrat, also u Quadrat mal Klammer auf, dann steht dort einfach nur noch Cosinus von v minus v mal Sinus von v. Und schließlich die letzte Zeile, auch hier lässt sich wieder was zusammenfassen. Im ersten Element können wir schreiben 2uv mal Sinus von v, wie Sie sehen. Und schließlich im letzten Element können wir das u-Quadrat wieder ausklammern und erhalten v mal Cosinus von v plus Sinus von v. Und damit hätten wir jetzt sozusagen die Funktionalmatrix der Komposition hier gefunden. Ich muss hier vielleicht hier oben das Beweisende noch markieren, das habe ich hier vergessen. Sie sehen also hier an diesem Beispiel, um die Ableitung einer Komposition zu verwenden, benötigen Sie hier die Kettenregel. Und die Kettenregel bedeutet hier insbesondere, dass Sie hier im Prinzip immer zwei Funktionalmatrizen zu multiplizieren haben. Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf das Buch gelangen Sie auf unsere Homepage und können dort dieses Buch bestellen und einige Seiten aus diesem Buch Probe lesen.